Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Koalitionspoker ist in vollem Gange, doch die CDU hat sich ungeschickterweise in die Karten schauen lassen. Und jetzt ein Problem an Hals. Unsere Tagesthemen. Steuerdebatte, wie die Parteien lavieren und taktieren. Deutschlandreise, was die Menschen von der Politik erwarten. Und Schamoffensive, Irans neuer Präsident und sein internationaler Auftritt. Spätestens jetzt dürfte sich auch beim berauschtesten Unionspolitiker die Ernüchterung eingestellt haben. Das glänzende Wahlergebnis ist im Prinzip nichts wert ohne einen Partner aus der bisherigen Opposition. Nur welche Kröte muss die Union schlucken, um eine Mehrheit zusammenzubekommen? SPD und Grüne versuchen jetzt, die Mitgift für ein Bündnis mit CDU und CSU hochzutreiben. Und siehe da, die Union scheint sich locken zu lassen. Zumindest gibt es Stimmen wie die von Finanzminister Schäuble, die eine Steuererhöhung, wie von SPD und Grünen verlangt, nicht mehr kategorisch ausschließen. Heute kam zwar prompt das Dementi, aber keine vier Tage nach dem Triumph steckt die Union plötzlich in einer Debatte über ihre Glaubwürdigkeit, berichtet Thomas Berbner. Vielleicht war heute der erste Tag nach der Bundestagswahl, an dem die Kanzlerin die FDP so richtig vermisst hat. Auf dem Spiel steht diesmal nicht weniger als die Glaubwürdigkeit der Union. Ein Zeitungsbericht über ein angebliches Telefonat des CDU-Generalsekretärs sorgt für Aufregung. Hermann Gröhe soll, so heißt es darin, eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes für möglich halten. Das Dementi folgt sofort. Ich kann nur sagen, die Union ist sich einig, was sie will. Wir lehnen Steuererhöhungen ab. Die Basis für alle Gespräche, die wir führen werden, ist das Regierungsprogramm. Und wir haben ein großes Votum der Wählerinnen und Wähler bekommen. Und das ist ein ganz starkes Mandat, für diese Ziele zu kämpfen. Die CSU erkennt die Brisanz des Themas und erinnert an den Wählerauftrag zur Regierungsbildung. Man muss doch mal sehen, was die Wähler gewollt haben. Die Wähler haben Angela Merkel einen klaren Auftrag erteilt. CDU, CSU sind überragend gewählt worden. Es kann doch nicht sein, dass jetzt die Bürger höhere Steuern zahlen müssen, um parteiinterne Fragen der SPD zu lösen. Hier geht es um Verantwortung für Deutschland und nicht nur um Interessen einer einzelnen Partei. Am Tag vor dem Parteikonvent im Willy-Brandt-Haus heute erneut Muskelspiele bei der SPD. Ohne gesetzlichen Mindestlohn, doppelte Staatsbürgerschaft und höhere Steuern, so heißt es, gäbe es keine Koalitionsverhandlungen. Als langjähriges Mitglied im Haushaltsausschuss kennt Johannes Kahrs mögliche Kompromisslinien zwischen Union und SPD. Er weiß aber auch, dass es für seine Partei jetzt nicht nur um Inhalte geht. Am Ende wird es nur eine Parität und eine Augenhöhe geben, wenn die Zahl der Minister identisch ist und auf der einen Seite dann die Kanzlerin ist, dann muss auf der anderen Seite der Bundesfinanzminister von der SPD gestellt werden, weil der hat Vetorecht. Das ist der einzige mit Sonderstellung und nur so kriegt man Augenhöhe hin. Der aktuelle Bundesfinanzminister hat durch ein Interview einigen Ärger aus den eigenen Reihen auf sich gezogen. Auf die Frage, ob er Steuererhöhungen grundsätzlich ausschließe, antwortet Wolfgang Schäuble: Wir sollten jetzt schauen, wie die Gespräche laufen. Wir werden Koalitionsverhandlungen nicht über die Öffentlichkeit führen. Ich persönlich bin der Meinung, dass der Staat keine zusätzlichen Einnahmequellen benötigt. Der Wirtschaftsflügel der Union reagiert höchst irritiert. Michael Fuchs greift zum Telefon und fragt Angela Merkel, was denn nun gelte. Die Antwort der Kanzlerin ist eindeutig. Mit ihr gebe es keine Steuererhöhungen. Fuchs warnt. Man erinnere sich bitte an die FDP, die vor dem letzten Wahlkampf diverse Versprechen gemacht hat. Wir würden eine Steuerveränderung schaffen, wir würden ein einfaches Steuerrecht machen. Das haben sie alles nicht hinbekommen. Dafür sind sie fürchterlich abgestraft worden. Wir sollten vorsichtig sein. So ist eingetreten, was die Kanzlerin unbedingt vermeiden wollte. Noch bevor überhaupt feststeht, wer wann mit wem Koalitionsverhandlungen führt, haben sich die Positionen bei Union und SPD schon verhärtet. Doch auch wenn die CDU in der Steuerfrage einlenken sollte, ist noch lange nicht klar, ob die möglichen Koalitionspartner anbeißen. SPD-Parteichef Sigmar Gabriel etwa will morgen beim Parteikonvent erst einmal eine Mitgliederbefragung vorschlagen, berichten unsere Kollegen vom ARD-Hauptstadtstudio sowie die Süddeutsche Zeitung. Die Basis soll also über eine große Koalition entscheiden. Das dürfte einige Wochen Zeit kosten. Doch wie viel Geduld haben diejenigen, die den Parteien diese Situation eingebrockt haben? Tilman Bünz mit einer politischen Deutschlandreise zu Wählerinnen und Wählern. Große Rundfahrt, letzte Abfahrt. Die Reise beginnt im Norden, einer roten Hochburg mit schwarz-grüner Vergangenheit. Das hat die Hamburger vielleicht etwas abgeklärt gemacht. Die sollen zu Potte kommen. Wir wollen wissen, was wir Steuern bezahlen müssen. Ne? Ja, auf jeden Fall zu Potte kommen.
Aus der Elbperspektive ist Berlin eine offene Baustelle. Mit Baustellen kennt man sich aus. Also bitte Tempo, keine Spielchen. Die SPD muss sich ein bisschen am Riemen reißen mit ihren Koalitionsverhandlungen. Steuererhöhungen sind natürlich auch hier unpopulär, aber wenn sie an der richtigen Stelle landen, sehe das schon anders aus. Man weiß ja gar nicht, wo die Steuergelder nachher hingehen. Ich finde die Förderung der Bildung zum Beispiel sehr, sehr wichtig. Eine Zufallsumfrage gewiss, und es ist auch nicht repräsentativ, dass in Hamburg die Sonne lacht und in München der Himmel herunterfällt. Dort hat sich Ministerpräsident Seehofer ja schon sehr eindeutig festgelegt, nicht mit den Grünen. Wer sich auch bei anhaltenden Landregen aufs Oktoberfest traut und damit eine gewisse Unerschütterlichkeit beweist, hat auch in anderen Dingen seine eigene Meinung. Wenn dann schwarz-grün. Die Roten wären mir noch lieber. Die SPD wären mir noch lieber als die Grünen, ja. Bin kein Grüne. Keiner will richtig. Keiner gibt nach. Dickschädeln. Regen macht auf jeden Fall realistisch. Ich glaube, das wird ein zähes Stück Arbeit. Wir reisen in den Osten nach Leipzig. Ob die Linken gern dabei hätten und ob sie neue Steuern schlucken würden? Ein paar Stimmen rund um die Thomaskirche. Hier hatte Johann Sebastian Bach gewirkt. Der Osten hat seine eigene Stimme. Ich denke, die Linke sollte generell eine Rolle spielen, damit wir auch noch in der Opposition jemanden haben, der eine andere Meinung vertritt. Eine große Koalition, das hat sich seinerzeit bewährt. Und eine reichen Steuer hätte hier auch im wohlhabenden Leipzig durchaus Freunde. Und auch für die Leute, die nicht so viel Geld haben, mal irgendwas tun und nicht bloß die oben immer reicher werden lassen. Das wäre schon toll. Es gibt ja welche, die nagen wirklich am Hunger durch. Wenn man die Leute sieht hier, die Papiertonnen und Abfalltonnen durchwühlen, das muss nicht sein. Die Reise endet im Westen. Dort hat sich Ministerpräsidentin Kraft ebenfalls sehr eindeutig festgelegt, lieber Opposition. Am Rhein erntet sie dafür durchaus Verständnis, auch bei Menschen, die keine Genossen sind. Ich denke, die SPD hat nicht so gute Erfahrungen mit der Großen Koalition gemacht vor 4 Jahren. Und also ich kann das sehr gut verstehen. Das kann ich mir vorstellen, dass die Frau Kraft nicht unter Frau Merkel arbeiten möchte. Das letzte Wort hat ein entschiedener Anhänger der Großen Koalition. Die gibt es. Ich wünsche mir eine schwarz-rote Koalition, damit wir auch die entsprechenden Mehrheiten haben. Das wäre günstig, weil der Bundesrat mehrheitlich auch schwarz-rot besetzt ist. Dann können wir mal endlich schwierige Reformen durchsetzen. Bis es soweit ist, kommen schwierige Verhandlungen. Und Deutschland schaut zu. Und wir schauen nach Österreich. Eine Woche nach unserer Bundestagswahl geht es auch in unserem Nachbarland um die Kanzlerschaft. Und dort haben sie Erfahrung mit großen Koalitionen. Denn abgesehen von einigen Ausnahmen regierte dort jahrzehntelang ein Bündnis zwischen der sozialdemokratischen SPÖ und der konservativen ÖVP. Stabile Verhältnisse könnte man wohlwollend sagen. Garantie für frustrierte Wähler wäre die andere Deutung. Tatsächlich sind beide Volksparteien im Laufe der Jahre unter die 30%-Marke gerutscht und haben dadurch Platz gemacht für eine ganze Reihe mehr oder weniger kurioser kleinerer Parteien. Über den Wahlkampf-Endspurt in Österreich. Aus Wien, Hilde Stadler. Am Wiener Parlament der Appell an Österreichs Wähler. Hingehen, entscheiden. Oder hinscheiden und entgehen, wie manche ironisch umformulieren. Höhepunkt im Wahlkampf, das TV-Duell der Noch-Regierungspartner. Bundeskanzler Faymann von der SPÖ und sein Vize Spindelegger von der konservativen ÖVP. Die Kabinettskollegen duzen sich, doch im Wahlkampf der Versuch, sich abzugrenzen. Du sitzt nämlich schon zu lange im Bundeskanzleramt. Dort kehrst du mal weg. Schützenhilfe bei der Eroberung des Kanzlerstuhls erhält der konservative Herausforderer von der erfolgreichen Nachbarin. Und deshalb unterstütze ich Michael Spindelegger und sein Team. Aber auch die Sozialdemokraten nehmen seit vergangenen Sonntag den Merkel-Siegfaktor in Anspruch, pochen auf den Kanzlerbonus. Doch Rechtspopulist Heinz-Christian Strache von der FPÖ ist den zwei Großparteien dicht auf den Fersen, will eine Koalition mit der konservativen ÖVP. Eine ebensolche bescherte Österreich vor 13 Jahren die internationale Isolation. Statt offen ausländerfeindlicher Parolen setzte die FPÖ in diesem Wahlkampf auf die Nächstenliebe, die sich allerdings nur auf die Österreicher beschränkt.
Mit Frank Stronach, dem 81-jährigen Selfmade-Milliardär, geht noch ein weiterer Populist im rechten Lager auf Stimmenfang. Allerdings haben dem Austro-Kanadier seine Fernsehauftritte geschadet, vor allem in der populären Sendung Wahlfahrt, bei der alle 6 Spitzenkandidaten mit dem Auto durchs Land fuhren, chauffiert und befragt von einem Journalisten. Besonders diese Antwort Stronachs schreckte auf. Todesstrafe. Ob ich für Todesstrafe bin. Das Primäre, der Mörder ist, Berufsmörder, Mafia, rundherum her, Todesstrafe. Selbst die eigenen Parteikollegen distanzierten sich von Stronach. Gute Chancen auf 15 und mehr Prozent der Stimmen hat Eva Klawischnik von den Grünen, die als einzige Partei nicht in einen der zahlreichen Korruptionsskandale verstrickt ist. Sie hofft, Juniorpartner der SPÖ zu werden. Circa 2/3 der Wähler sind von der Regierung enttäuscht. Die Opposition kann daraus nur keinen Profit schlagen, weil 2/3 auch von der etablierten Opposition enttäuscht sind. Also wird vielleicht das kleinste Übel gewählt. Und so könnten die Österreicher am Sonntag eine große Koalition bekommen, wieder einmal. Und die Kleinen, darunter die Grünen, bleiben ihrer Tradition Opposition wohl treu. Bei den deutschen Grünen dreht sich unterdessen das Kandidatenkarussell für den neu zu wählenden Parteivorstand. Mehr dazu von Thorsten Schröder. Die ehemalige saarländische Umweltministerin Simone Peter will sich neben Cem Özdemir für die Spitze der Partei bewerben, als Nachfolgerin von Claudia Roth. Und für das zukünftige Führungsduo der Bundestagsfraktion gibt es seit heute 3 Kandidaten. Auch die Wirtschaftsexpertin Kerstin Andrehe aus Baden-Württemberg hat nun ihren Hut in den Ring geworfen, neben der Thüringerin Katrin Göring-Eckardt und dem bayerischen Verkehrsexperten Anton Hofreiter. Für Kassenärzte und Psychotherapeuten in Deutschland soll es im kommenden Jahr mehr Geld geben. Darauf haben sich die Kassenärztliche Bundesvereinigung und der Spitzenverband der Krankenkassen geeinigt. Danach steigt das Gesamthonorar um maximal 800 Millionen Euro. Der genaue Wert hängt von der Krankheitssituation und der Altersstruktur in den Ländern ab. Rein rechnerisch würde das pro Arzt ein Plus von bis zu 5.300 Euro im Jahr bedeuten. Bahnunternehmen in der EU müssen ihre Kunden bei größeren Verspätungen auch dann entschädigen, wenn höhere Gewalt vorliegt. Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg entschied, dass die Entschädigung nicht unter Verweis auf Ereignisse wie Unwetter, Erdrutsche oder Streiks verweigert werden darf. Danach haben Reisende je nach Dauer der Verspätung Anspruch darauf, einen Teil des Fahrpreises erstattet zu bekommen. Dem Gericht lag ein Fall aus Österreich vor. Die Berufungskammer des UN-Sondertribunals bei Den Haag hat das frühere Urteil gegen Liberias ehemaligen Präsidenten Taylor in letzter Instanz bestätigt. Taylor war im vergangenen Jahr zu 50 Jahren Haft verurteilt worden, wegen Beteiligung an Kriegsverbrechen. Dagegen hatten Verteidigung und Anklage Berufung eingelegt. Nach Einschätzung der Richter war Taylor während des Bürgerkriegs im Nachbarland Sierra Leone mitverantwortlich für Mord, Folter und Vergewaltigung. Die Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York, die nutzte er gerne als internationale Bühne. Ein Mann, dem sonst nicht mehr viele Nationen Gehör schenken, zumindest nicht westliche. Mahmoud Ahmadinejad sorgte dort als iranischer Präsident mit seinen Hasstiraden gegen die USA und Israel regelmäßig für Eklat. Diese Woche nun trat dort erstmals sein Nachfolger ans Rednerpult, Irans neuer Präsident Hassan Rouhani. Und nicht nur ein Eklat blieb aus, im Gegenteil. Rouhani schüttelt seitdem in einer Schamoffensive in New York reihum Diplomatenhände. Und in genau diesen Minuten beginnen erstmals Verhandlungen um das iranische Atomprogramm auf Außenministerebene zwischen dem Iran und den 5 ständigen Mitgliedern im UN-Sicherheitsrat sowie Deutschland. Seit mehr als 30 Jahren sprechen ein iranischer und ein US-Außenminister wieder miteinander. Und doch bleibt ein Zweifel. Wollen wir das nur so verstehen oder sind das wirklich neue Töne der iranischen Regierung? Aus Teheran, Martin Weiß. Iran ist ein starkes, stolzes Land und so soll es auch bleiben. Zum ersten Mal sprach Irans neuer Präsident Hassan Rouhani diese Woche vor den Militärs und sagte, dass sein Land zwar an der Urananreicherung für zivile Zwecke festhalten, aber auf keinen Fall eine Atombombe entwickeln werde. Der Inhalt ist nicht neu, aber die Art und Weise, wie das gesagt wird. Freundliche Worte, heute bereits zum zweiten Mal vor der UN-Generalversammlung.
Aber auch Israel müsse seinen Beitrag leisten. Israel, das einzige Land in der Region, das den Atomwaffensperrvertrag nicht unterzeichnet hat, sollte das Abkommen ohne Verzögerung unterschreiben. Und alle Nuklearaktivitäten in der Region sollten international überwacht werden. Irans neuen Präsidenten treibt die prekäre wirtschaftliche Lage an, in der sich sein Land befindet. Und er weiß genau, dass er auf den Westen zugehen muss, wenn die Sanktionen gelockert werden sollen. Dabei drängt er auf Zeit, möchte schnelle Ergebnisse bei den Atomgesprächen. Hassan Rouhani hat noch ein weiteres diplomatisches Pfund in der Hand, die Rolle im Syrien-Konflikt. Zwar kommt die Regierung in Teheran nicht als Vermittler in Frage, weil das die Rebellen abgelehnt haben, aber der Einfluss Teherans auf das Assad-Regime ist nicht zu unterschätzen. Rückendeckung bekommt Rouhani vom geistlichen Führer Ali Khamenei. Ohne ihn geht nichts im Land. Er legt die Leitlinien der Politik fest, sowohl in der Atom- als auch in der Außenpolitik. Das Zugehen auf den Westen ist gewünscht, mit Einschränkungen. In der Sprache des Ali Khamenei klingt das so. Wir haben nichts gegen eine sachgemäße, logische Diplomatie, weder in der Außen- noch in der Innenpolitik. Ich persönlich glaube an heldenhafte Flexibilität. Manchmal ist es angebracht, flexibel zu sein. Ein Ringer, der mit seinem Gegner kämpft, darf nicht vergessen, wer sein Gegner ist und was er macht. Das iranische Fernsehen zeigt heute Abend gern die Früchte der neuen Charmoffensive. Der iranische Außenminister gibt sich selbstsicher vor dem ersten Treffen seit über 30 Jahren mit seinem amerikanischen Amtskollegen. In der 5+1-Sitzung werden wir sehen, welche Absicht und Haltung der US-Außenminister hat und wie er die Sache fortsetzen will. Ob die Amerikaner den politischen Willen haben, das Atomthema auf den Weg zu bringen, bei dem der Friede und die Rechte der Menschen auf der ganzen Welt und auch die der Menschen im Iran beachtet werden. Ist Irans neue Politik nur neue Rhetorik oder wirklich ein neuer Kurs? Das könnten die in Kürze beginnenden Atomgespräche zeigen, ob Iran seine Tore für die internationalen Inspektoren nun öffnet oder nicht. Die neuen Töne aus dem Iran. Dazu jetzt der Kommentar von Isabel Shayani vom Westdeutschen Rundfunk. Wer mit Iranern zu tun hat, muss Taruf beherrschen. Taruf bedeutet, ich treffe sie auf der Straße und lade sie ein. Ich sage, mein Auto ist ihres, mein Haus, mein Leben, alles. Aber ich meine es nicht. Eigentlich meine ich nur, hallo, na, wie geht's? Weil sie das wissen, winken sie freundlich ab. Sie müssen mein Angebot ablehnen, das ist Taruf. Ich frage mich, ob das, was Präsident Rouhani den Amerikanern anbietet, Taruf ist. Er sagt viel und meint wenig. Also versuchen wir, die süßen Worte beiseite zu schieben. Wird sich mit dem neuen Präsidenten etwas bewegen? Natürlich immer nur so weit, wie es das geistige Oberhaupt Khomeini erlaubt. Erstens, tatsächlich treffen sich heute erstmals seit der Islamischen Revolution vor über 30 Jahren ein US-Außenminister und sein iranischer Amtskollege. Das ist kein Taruf, das ist Fakt. Und der Minister gehört zur Exekutiven und darf verhandeln. Das gab's noch nicht. Zweitens, tatsächlich liegt die iranische Wirtschaft am Boden. Inflation, Arbeitslosigkeit, alle rufen dasselbe. Die Sanktionen müssen weg. Das muss Rouhani im Westen erreichen. Und drittens, wurden tatsächlich in der vergangenen Woche politische Gefangene freigelassen, mindestens 16. Dafür war Rouhani zwar nicht zuständig, aber verhindert hat das auch nicht. Aber bis heute hat die zivile Gesellschaft keine Luft zum Atmen und müssen religiöse Minderheiten grundlos ins Gefängnis. Fazit? Da bewegt sich etwas. Der Westen muss realistische Forderungen stellen, ohne Taruf. Und wenn der Iran sie erfüllt, die Sanktionen Schritt für Schritt aufheben. Diese Forderungen müssen auch die Menschenrechte betreffen. Im Iran wohnen nämlich nicht nur urananreichernde Bartträger, sondern auch Menschen wie wir. Und dann soll die iranische Regierung antworten, auch ohne Taruf. Isabel Shayani kommentierte. Bei den Vereinten Nationen ist aber nicht nur das iranische Atomprogramm ein Thema, sondern weiterhin auch das Ringen um eine Resolution zu den syrischen Chemiewaffen. Dabei macht man offenbar gute Fortschritte, wie Diplomaten heute Abend berichten. Doch selbst wenn man sich da einigen sollte, auch ohne Giftgas sterben in Syrien nach wie vor täglich Menschen. In großen Teilen des Landes wird gekämpft, die syrische Armee und die Rebellen stehen sich unversöhnlich gegenüber. Einzig in den Kurdengebieten im äußersten Norden, hier grün eingefärbt, ist es bislang relativ ruhig. Doch drumherum befinden sich auch hier Stellungen der Aufständischen, darunter viele Islamisten. Unser Korrespondent Volker Schwenk hat in der Stadt Afrin Kurden getroffen, für die das tägliche Leben deshalb immer gefährlicher wird und die trotzdem bleiben.
Den Mann, der jetzt Polizist im syrischen Afrin ist, sollen wir Shakur nennen. Er hat nicht nur Freunde hier, denn er nimmt zum Beispiel Zivilisten ihre Waffen ab. Und Waffen gibt es in Syrien gerade mehr als genug. Und das haben ganz normale Leute? Ganz normale Leute. Straße und im nordsyrischen Afrin leben Kurden. Noch herrscht hier sowas wie Frieden, während der Rest von Syrien im Krieg versinkt. Diese Zeit ist keine... Hier in Syrien alles kaputt geworden. Wegen das, jeder hat seine Waffe kaufen und die bringt egal was. Bis vor 3 Jahren war Shakur noch Lkw-Fahrer im Saarland. Jetzt sorgt er für Ordnung in seiner alten Heimatstadt. Ein Dorf am Rand der Kurdengebiete, in Sichtweite ein Außenposten von Al-Qaida. Immer wieder gibt es Kämpfe. Die Al-Nusra-Leute behaupten, das sei ihr Land, aber das ist kurdisches Land, meint er. Früher oder später schmeißen wir von den kurdischen Volksverteidigungseinheiten sie auch wieder raus. Bislang konnten sich die Kurden hier aus dem Bürgerkrieg weitgehend heraushalten, ergriffen für keine Seite Partei. Die Kurdengebiete sind umzingelt von der Freien Syrischen Armee und Al-Qaida-Kämpfern. Die Rebellen lassen kaum Waren durch und auch die Türkei hat die Grenze dicht gemacht. Tankstellen sehen jetzt so aus und der Liter Sprit kostet viel Geld. 265 Lira Syrien. Und das sind in Euro etwa? Ein Euro macht 1 Euro, ich glaube, so ungefähr. Ist das teuer oder? Ja, teuer. Früher ist ein Liter 55 Lira Syrien. Früher, vor diesem Problem. Vor dem Problem der Revolution kam die Familie nach 11 Jahren aus Deutschland zurück. Shakurs Frau wollte den 4 Töchtern die Welt nahe bringen, in der sie einst zu Hause war. Moment ist Syrien, ich weiß nicht, alles ist durcheinander geworden. Ne? Mein Plan, alles nicht gut geworden. Das ist alles kaputt. Alles durcheinander. Und jetzt bleiben oder wieder gehen? Den deutschen Pass haben sie noch, er müsste dringend verlängert werden. Warum diesen Krieg hier aushalten? Niemals, ich lasse mein Land von dieser Jabhat al-Nusra oder Al-Qaida machen meine Familie kaputt und mein Land kaputt, ich kann nichts. Nee, niemals. Sie wollen ausharren, aus Liebe zur kurdischen Heimat. Aber jeden Tag kommt Afrin, der Krieg, ein Stückchen näher. In Stockholm sind heute die Preisträger des Right Livelihood Awards, des sogenannten Alternativen Nobelpreises, bekannt gegeben worden. Unter ihnen ist auch ein Wegbereiter für die Abschaffung von Chemiewaffen, wie sie in Syrien eingesetzt worden sind. Mehr dazu in weiteren Nachrichten mit Thorsten Schröder. Die 4 Preisträger kommen aus völlig unterschiedlichen Bereichen. Der palästinensische Anwalt Raji Surani erhält die Auszeichnung, weil er für mehr Rechtsstaatlichkeit im Nahen Osten kämpft. Der Schweizer Agrarforscher Hans Herren, weil er sich über seine Stiftung für nachhaltige Lebensmittelversorgung einsetzt. Geehrt wird auch der US-Amerikaner Paul Walker für seinen weltweiten Kampf gegen den Einsatz von Chemiewaffen, sowie der kongolesische Arzt Denis Mukwege, der sich um Vergewaltigungsopfer kümmert. Der Badausrüster Grohe aus dem Saarland wird vom japanischen Konzern LIXIL übernommen. Es ist die bisher größte Investition einer japanischen Firma in Deutschland. Grohe erwirtschaftet bereits 85% seines Umsatzes im Ausland. Dort sind inzwischen auch die meisten der insgesamt rund 9000 Mitarbeiter beschäftigt. Mehr zu der Übernahme von Anja Kohl aus der ARD-Börsenredaktion. Grohe steht wieder vor einem Neuanfang. Die Firma wechselte von einem zum nächsten Finanzinvestor. Jetzt verkaufen sie Grohe an die Firma LIXIL, Japans größtes Wohnbau- und Baustoffunternehmen. Japans staatliche Entwicklungsbank ist ebenfalls im Boot. 2,7 Milliarden Euro ist der Kaufpreis. Das Geld fließt an die Finanzinvestoren. Sie machen einen guten Schnitt. Nur die Hälfte hatten sie damals für Grohe bezahlt. Ein Börsengang ist damit vom Tisch. Grohes Umsatz hat sich in den 9 Jahren mit Finanzinvestoren auf 1,4 Milliarden Euro verdoppelt. Doch sie haben Schulden von 1,5 Milliarden Euro aufgehäuft. Die Zahl der Mitarbeiter in Deutschland hat sich mit 2300 fast halbiert. Grohe soll eigenständig bleiben. In China ist die Firma bereits stark. Unter japanischem Dach bekommt sie nun Zugang zum restlichen asiatischen Markt. Die Japaner aber werden von Grohe Gewinne erwarten, damit sich ihr Kaufpreis wieder einspielt. Die Börsendaten. Der deutsche Aktienindex schloss fast unverändert bei 8.664 Punkten. Der Dow Jones in New York ging 0,4% im Plus aus dem Handel bei 15.328 Zählern.
Mit einer spektakulären Aufholjagd hat das US-amerikanische Oracle-Team den America's Cup für sich entschieden. In San Francisco überholte das US-Team die Konkurrenz aus Neuseeland, deren Boot lange scheinbar uneinholbar in Führung war. Das US-Team verteidigte damit die bedeutendste Segeltrophäe der Welt. Es hatte einen Rückstand von 1:8 aufgeholt und dann das entscheidende Rennen gewonnen. Manchmal hat ein Autor Glück, wenn ein Thema, an dem man schreibt, an dem er schreibt, plötzlich aktuell und hochbrisant wird. Wie die Spionage- und Abhörskandale der vergangenen Monate. Sie scheinen nicht weit entfernt vom neuen Roman von Ian McEwan. Allerdings spielt seine Spionagegeschichte mit dem verheißungsvollen Titel Honig vor mehr als 40 Jahren. Und es herrscht kein Cyberwar, sondern kalter Krieg. Jetzt ist der Roman auch auf Deutsch erhältlich. Annette Dittert hat den mehrfach ausgezeichneten Schriftsteller Ian McEwan in London getroffen. Ich heiße Serena Froome, reimt sich auf Ruhm, und vor knapp 40 Jahren wurde ich vom britischen Geheimdienst auf eine Mission geschickt. Sie ging nicht gut aus. So beginnt der Roman, und das ist noch milde formuliert. Dabei scheint der Auftrag der Zentrale zunächst denkbar harmlos. Die sehr blonde Studentin soll die Londoner Literatenszene infiltrieren, einen erfolgreichen Jungschriftsteller dazu bewegen, antisowjetische Romane zu schreiben. Eine Figur, die ein alter Ego des Autors selbst ist. Ian McEwan, der mit Büchern wie Abbitte und Amsterdam erst spät den Durchbruch schaffte, heute aber Auflagen in Millionenhöhe hat, war damals noch am Anfang seiner Karriere. Im London der 70er, am Ende des Kalten Krieges, als auch die Intellektuellen ins Visier der Geheimdienste gerieten. Und er, noch ein zorniger junger Autor war, der wie der Held des Romans mit ungewöhnlich freizügigen Geschichten daherkam. Aber das, was ihm dort passiert, habe ich so leider nicht erlebt. Keine schöne junge Spionin hat mir je ein Stipendium angeboten. Da war sicher ein bisschen Wunschdenken mit dabei. Ansonsten aber gab es das, worum der Roman sich dreht, tatsächlich. Die CIA und MI5 finanzierten undercover linke Kulturmagazine. Neben dem militärischen gab es auch einen kulturellen Kalten Krieg. Es ist eine unglaubliche Geschichte und scheint heute absurd. Aber das gab es auch in Deutschland. Ihr hattet den Monat und wir den Encounter. Und in den späten 60ern kam raus, sie wurden beide durch die CIA finanziert. Aber Ian McEwan wäre nicht Ian McEwan, wenn es sich hier einfach nur um Spionage handelte. Im Kern geht es um das Lesen. Das Lesen anderer, darum, Geheimnisse zu entreißen. Im Grunde sind alle Romane Spionage, dringen hinter die Fassaden, brechen ins intimste anderer Leben ein. Also sind auch Sie ein Spion? Ja, selbst jetzt spioniere ich Sie aus. Ein Roman mit mehrfach doppeltem Boden, dessen Ende die größte Überraschung ist, durch das die gesamte Story in völlig neuem Licht erscheint. Ich wollte immer einen Roman schreiben, bei dem der allerletzte Satz alles verändert, was man vorher gelesen hat. Und die gute Nachricht, das Lesen lohnt sich, auch beim zweiten Mal. Ja, und zum Glück hat ja auch gerade die Jahreszeit begonnen, in der man es sich mit einem guten Buch auch zweimal auf dem Sofa gemütlich machen kann. Der Herbst. Carsten Schwanke, steht uns eine Art Lesewochenende bevor? Also ich gehe mal davon aus, dass allen Leseratten das Wetter ziemlich egal ist. Allen anderen Menschen kann ich versichern, es steht uns kein Lesewochenende bevor. Sprich, das Wetter wird gar nicht so schlecht, ganz im Gegenteil, es wird sogar ziemlich gut. Zu verdanken haben wir das allerdings nicht dem Herbst, sondern dem Winter, der seit gestern in einigen Teilen Skandinaviens und auch in Russland schon zu spüren ist. Das sind die Gebiete, in denen es heute Morgen frostige Temperaturen gab. Dazu fiel in der Mitte und im Norden Schwedens auch schon der erste Schnee des Winters. Tagsüber ist er wieder weggeschmolzen. Aber immerhin, hier ist die Luft sehr kalt. Und so ein bisschen profitieren wir von der Kälte, die in abgeschwächter Form zu uns in den Norden und in die Mitte Deutschlands eingesickert ist. Denn diese kalte Luft führt dazu, dass die Wolken sich vor allem in der Nordhälfte Deutschlands ausgedünnt und auch aufgelöst haben. Heute Nacht also gibt es dort weitestgehend sternklar weiter. Vereinzelt bildet sich etwas Nebel. Und nur ganz vereinzelt können sich in dieser eingelagerten Kaltluft ein paar Schauer zeigen an der Ostseeküste oder auch auf den nordfriesischen
Inseln, sonst bleibt es hier in der Nordhälfte trocken. Im Süden ein anderes Bild. Reste der Warmluft liegen hier, viele Wolken weiterhin und Regenschauer oder Gewitter vor allem am Alpenrand. Die Temperaturen, die Nachttemperaturen hier im Süden liegen auch bei milden 13 bis 15 Grad, während es zum Beispiel in der Altmark oder der Lüneburger Heide auch schon den ersten Frost geben kann. Morgen Vormittag dann viel Sonnenschein da, wo die kältere Luft liegt. Das heißt vor allem im Norden und in der Mitte einzelne Schauer noch an der Küste sind möglich. Im Süden das alte Bild, viele Wolken, vor allem Richtung Alpen, weiterhin Regenschauer auch am Nachmittag, während es in der Mitte und im Norden recht schön weitergeht. Die Temperaturen unterscheiden sich. Im Nordosten trotz Sonnenscheins nur 13 Grad, im Südwesten hingegen trotz vieler Wolken 22 Grad. Das sind die Luftmassengegensätze. Der Wind weht morgen eher aus unterschiedlichen Richtungen. Hier sehen Sie es selbst mit Stärke 2 bis 4. In den nächsten Tagen dann, das heißt also am Wochenende, geht es, und jetzt kommen wir wieder zum Thema Lesen, mit zu viel Sonnenschein weiter. Vor allem in der Mitte und im Norden bleibt es trocken und es wird sehr schön bei Temperaturen von eher unter 20 Grad. Im Süden hingegen am Samstag bewölkt, aber trocken. Am Sonntag Richtung Alpen erneut etwas Regen. Dort kann man noch am ehesten lesen und in der Mitte vielleicht dann, wenn die Sonne untergegangen ist, Ingo. Abends dann, aber auch Leseratten freuen sich über Sonne. Vielen Dank, Carsten Schwanke, für diese Wetteraussichten. Und das waren die Tagesthemen. Gleich im Anschluss, bedroht, vertrieben und fern der Heimat. Reinhold Beckmann diskutiert mit Gästen über Menschen auf der Flucht. Und um 0.30 Uhr meldet sich dann Susanne Stichler mit dem Nachtmagazin. Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.